Mach die Türe auf. Und ich fand New Yorker unhöflich. Ja. Ich kann... Wieso? Ich will laufen. Danke. Okay, so. Sie haben das Recht zu schreien. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Och nö. Num-Taste, Num-Taste, Num-Taste. Hallo, Num-Taste. So. Den nehme ich noch mit. So, und? Kontrollpunkt. Ah, gut, sie läuft noch weiter. Hier drüben, hier ist Licht. Ja, und hier ist noch ein Dingens. Will ich natürlich unbedingt mitnehmen. Oh, schon wieder. Mann. Ich habe einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Eine Falle. War ja klar. Warum auch nicht? Hä? Aua. Das reicht jetzt. Was kommt da mit der Kettensäge? Ach, verdammt! Falsche Taste. Verdammt, shit. Okay. Gehen wir, Wake! Ah, oh, da läuft noch was. So. Ich muss ab und zu mal gucken, ob das... Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Ob die Aufnahme noch läuft. Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Okay. Also, Hubschrauberschlüssel suchen. Da kann ich nicht durch. Wieso nicht? Ich verstehe es nicht. Kontrollpunkt. Ich mach mal hier, warte mal, ich stelle mich hier irgendwie so hin oder keine Ahnung. Ich mach mal hier eine Pause. Boah. Oder? Ne, ach komm, ich spiele noch ein bisschen weiter. Hab da grad Bock drauf. Manuskriptseite. Kenne ich auch schon. Ah, ich will jetzt mal kurz gucken. Dunkel schlägt zurück. Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig.
Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt, doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde, doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen. Gut, ja. Telefon. Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Ja, ganz toll. Och Mensch. Oh. Ach, ein Jagdgewehr. Hat natürlich eine größere Durchschlagskraft, glaube ich. Ach, ich nehm's mal mit. Oh, so. Gut, okay, der hat zwar nur 11 Schuss. Statt zu der hier, warte mal. So kurz was testen. 20. Ja, ist jetzt die Frage. Ich nehme das Jagdgewehr mit. So. Okay, hier ist nichts mehr. Brauche ich nicht, will ich nicht. So. Ah, die will ich gerne mitnehmen. So. Ah, das sieht doch schon viel geiler aus. Okay, Leuchtfackel. Blendgranaten. Die sind immer gut. Und da ist der Schlüssel. Okay, Sheriff. Ich hab die Schlüssel. Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Barry, pass auf! Barry, weg! Boah. Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Die Vorderseite ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Ja gut, den Spruch kennen wir schon. Trust no one in the dark. Alles klar. Den kennen wir schon. Meine Güte. Aber ich sag ja, also so Leuchtfackeln und Blendgranaten, das ist absolut toll. Absolut. Wir können durch den Buchladen. Hey, Wheeler sollte hinten auf dem Hof auf uns warten. Ruhe, verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Ach, der Doc. Oh, hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Ich hoffe, Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Halt, haben Sie die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen. Wisst ihr Bescheid? Geil. Die nutzen das wirklich aus, dass sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von ihren Alex Casey Büchern verkaufen.
Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Möchtest du hier noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ich gehe jetzt auch nicht nach oben, sondern ich laufe hier direkt hinterher. Ich sehe Barry nicht. Da, Wake. Ist er das vielleicht? Das ist der Weg zum Hubschrauber.